Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. So. Wie kommen wir da jetzt rüber wegen dieser Falle? Und, oh. Können wir mal probieren. Vielleicht können wir die ja einfach in die Falle locken hier. Dafür müsste ich ihn eigentlich auch treffen. Das Problem ist, wir fallen hier gleich sofort wieder runter. Da nicht vielleicht einfach mal versuchen drüber zu springen? Okay, das klappt. Oh, der kann ja auch überspringen. Oh ja! Na gut. Oh ja! Oh, oh, er kontert gut. Wahnsinn, wie schnell der ist. Aber erwischt ist erwischt. Eieiei, muss ich ja vorsichtig sein hier. Gut, erstmal die Fackel, dann können wir hier einfach drüber springen. Gut, da ist noch einer. Der hält zum Glück nicht allzu viel aus. Oh yeah. Erwischt. Okay. Den kleinen TP-Schaden machen wir mal weg. Ah, ich sehe da schon die Vertiefung. Hier haben wir einen Bolzen. Gut, ich weiß nicht, ob das Ding jetzt hier schon aktiv ist oder nicht. Oh, meine Fackel ist leer. Gut, speichern. Okay. Ist aktiv. Heißt, ich brauche hier ja irgendwo noch einen Schalter. Aber wo? Der da unten kann es ja unmöglich sein, weil sonst... Oder? Ist das vielleicht? Wir gehen noch einmal kurz runter. Deaktivieren mal kurz hier den Ring. Ne, falsche Richtung. Kann ja erstmal in der Zeit mir das kleine Licht machen. Ziehen wir nochmal an den Ring. Jetzt passiert aber nichts. Drüben haben wir auch keinen Ring oder so. Hier kommen wir nicht weiter. Aber wofür ist denn dieser Ring? Oder haben die da einfach nur aus Jux und Dollerei einen Ring hingesetzt? Oder ist der wirklich für die Falle da oben? Aber das wäre noch ein bisschen weit hergeholt. Unter im Keller den Ring zu verstecken, den man ziehen muss, um oben die Falle zu deaktivieren. Weil die hier ist es ja auf gar keinen Fall. Das haben wir ja schon mehrfach ausprobiert und die geht immer noch. Aber dann hätten wir ja die Falle eigentlich aktivieren müssen. So, vorsichtig. Ha. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Schalter, den ich übersehen habe? Irgendwo an der Decke oder so? Hier relativ hohe Decken. Ja, da achtet man einen Moment mal nicht drauf und dann sitzt man drunter. Hier ist auch nichts weiter. Dann können wir jetzt hier nochmal den Ring aktivieren. Macht doch kein Klack-Klack oder so. Hier ist soweit auch nichts. Kein Hebel, kein Ring. Gar nichts. Hier ist auch nichts weiter.
Den hatten wir schon probiert. Irgendwie eine Wand einlassig. Ist auch noch einer, den funktioniert auch nichts. Ha. Na gut, der hier ist ja noch ganz einfach. Da kann man ja einfach drüber springen. War hier vielleicht irgendwas? Was ich gerade vielleicht so auf Anhieb nicht sehe. Diesen Ring kann ich nicht ziehen. Ist auch nichts versteckt oder so. Das war ein bisschen zu viel oder zu schnell zur Seite gewippt. Ja, machen wir hier mal den automatischen Speicherpunkt. Ja, der Telekinese erlaubt es mir, weit entfernte Gegenstände zu erreichen. So, hier wieder drüber. Die Echsen hat noch soweit nichts bei. Mit dem Telekinese vielleicht irgendwo was? Was ich erreichen muss? Aber sieht nicht danach aus. Okay. Könnten ja mal probieren, mit der Levitation rüber zu fliegen. Das klappt. Das klappt. Okay. Was haben wir jetzt hier? Noch ein Ring. Die Platte da geht bestimmt auf. Ist auch nochmal ein Ring, aber den kann ich auch nicht betätigen. Alter. Das hört sich so gefährlich an. Ich wusste es. Oh, ist das mies. Kann ich mal eine Bombe haben oder so und die da runterschmeißen? Wow. Geht das vielleicht so? Kann man hier rüberspringen? Vielleicht so ausschalten. Ah. Erst haben wir eigentlich ganz gut getroffen. So, den zweiten auch. Nochmal drüber springen. Und einmal in den Hintern pieksen. Oh, der war aber ganz schön knapp. Bloß nicht runterfallen. Okay, die Tür geht nicht mehr zu. Dann schießen wir halt nochmal. Solange sie offen ist. Okay. Den ersten habe ich. Hier geben wir auch nochmal ein paar auf den Pelz. Ich glaube, jetzt haben wir die Falle kaputt gemacht. Zu oft drüber gesprungen. So, und zwei noch. Boah, den einen HP, den hätten sie mir auch gönnen können. Okay. Spring ich da mal runter. Aha. Bisschen Fleisch, ein paar Hauer. Ich speichere nochmal. Ich traue diesen Tempeln überhaupt nicht. Nicht so weit, wie ich gucken kann. Und ich kann nicht sehr weit gucken. Sehr viele Knochen. Hier ist zu.
Aha. Na, bleib mal so stehen, Echsenkrieger. Oh, sind zwei. Schön vorsichtig bleiben. Oh ja! Oh ja! Schade, ich dachte, ich krieg schon einen raus. Oh ja! Na, den Treffer musste ich kassieren. Ah. Erwischt. Ah, gut. Wo ist das zweite Schwert? Da. Gucken wir uns vorsichtig da oben mal um. Ah, jetzt fange ich an zu speichern wie so ein Bekloppter. Aber besser so als keine Ahnung. Aber da, Steinplatte. Noch eine weitere. Da geht's irgendwo hin. Ah, okay. Winde, mal sehen. Keine Ahnung, was sie bewirkt hat. Ich denke mal, die ersten Fallen haben wir somit umgangen. Und mit diesem Schalter kommen wir hier wieder zurück in diesen Raum. Aber eigentlich ist das ja gar nicht nötig. Ja, an und für sich jetzt hier. Jetzt weiß ich auch, warum da so ein grüner Kristall drüber ist, damit ich nicht Levitation benutze, um da hochzukommen. Okay, die erste Winde haben wir. Und dann hätten wir bestimmt hinten bei der anderen auch was machen müssen. Ich habe eine Winde gefunden. Das Tor ist immer noch verschlossen. Vielleicht gibt es noch eine weitere Winde. Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt. Folge ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Ja, Rufus hat wahrscheinlich auch Levitationsschriftrollen. Na gut. Und die grünen Kristalle sind ja eigentlich dann schon eklig, wenn sie Magie komplett aufheben können. Da ist ja jeder Magier mega aufgeschmissen. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier irgendwo den Rufus finden. Ah, hier ist kein Rufus. Schauen wir mal hier hoch. Ah, hierfür brauche ich jetzt die Levitation, anders komme ich hier doch nicht weiter. Und ich habe keine mehr. Ah, da komme ich mit dem Nautilus nicht rein. Ich frage mich immer noch, warum man hier hinten so weit hochklettern kann. Ah. Na gut. Nützt alles nichts. Wir müssen in die Stadt zurück. Jetzt sind da auch drei Leute. Da waren eben aber keine drei. Mal sehen. Die ersten zwei kann ich ja locker aus der Ferne ausschalten. Und was wir haben, haben wir. Ah, das gefällt ihnen überhaupt nicht. Und da ist auch Rufus. Ich sehe ihn. Die Frage, wie ist er da hingekommen? Er muss ja irgendwie geklettert sein, oder? Ist da rüber geschwebt mit Levitation?
Das Blöde ist, ich habe halt jetzt gerade keine Rollen mehr dafür. Müsste mir erst wieder neue schreiben. Und die Echsen halten immer mehr aus. Wahnsinn. So. So, die Fackel ist mittlerweile auch leer. Kann ich vielleicht hier... Na, das sah doch ganz gut aus. Kann ich irgendwie hochklettern? Rüberspringen kann ich bestimmt nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Also nicht in einem durch rüberspringen. So. Könnte jetzt nochmal probieren. Oh. Das war aber nochmal Glück gehabt. Muss vorsichtig sein. Der Priester ist nicht zu unterschätzen. Okay. Ah, da hinten komme ich so nicht ran. Pieksen wir ihn nochmal? Hehe. Oh, das ist immer ganz schön knapp. Oh, der hat mich gut getroffen. So, kein Risiko eingehen. Okay, erwischt. Er zielt aber auch nicht so gut. Erwischt. Gut, jetzt können wir hier versuchen, uns rüber zu hangeln. Schade. Er hält sich halt einfach nicht fest. Oder kann ich hier irgendwie einen Vorsprung nutzen oder so? An dem hält er sich auch nicht fest. Schade. Na komm, zwei, dreimal probieren wir es noch. Also sonst müssten wir uns wirklich eine neue Levitationsrolle besorgen. Nein. Na. Ah. Moment. Ah, Mist. Jetzt hat es natürlich nicht mehr ganz ausgereicht, weil er nicht richtig gesprungen ist. Ach man, die Nase. Können das ja nochmal probieren mit Eile. Hoppala. Vielleicht mit Eile einfach drüber springen. So in einem durch. Er springt aber auch nicht immer. Mann. Shit. Jetzt müssen wir nochmal Gas geben hier. Lauf, 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 lauf. Wir müssen hier nochmal drüber. Nee, er hält sich auch nicht fest. Komm. Solange die Eilerolle noch läuft, probieren wir es nochmal. Ansonsten brauchen wir wirklich Levitation. Oh, das sieht doch so gut aus. Komm schon. Das wird jetzt der letzte Versuch. Mit der Eile. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Weisheit im Kampf. Messer, Amulett, Schutz vor Stichwaffen. Oh yeah! Oh yeah! Erwischt und Levelaufstieg. Sehr schön. So, nehmen wir uns hier jetzt erstmal alles mit.
Müssen wir hier nur sehr, sehr vorsichtig sein. Ich nehme mal kurz eine Fackel. Speichere einmal kurz. Und hier ist ein Hebel. Was macht der Hebel? Hört es sich sehr gefährlich an. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder nicht. Hier haben wir noch einen Stab. Ja, da hat ein schönes Schwert ausgerüstet und mein Bolzen nämlich auch wieder. Ach, das ist bestimmt hier für die Feuerfalle gewesen, oder? Ah, es war für die Feuerfalle. Wie soll ich da jetzt rüberkommen? Die ist nicht mehr aktiv. Jedenfalls dachte ich es. Okay, machen wir hier an der Stelle erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.